Es ist ja so, dass Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, noch keinen Wortschatz haben und das langsam aufgebaut wird und sie lernen quasi die Lautsprache gleichzeitig mit den Gebärden und das fällt sogar viel leichter, wenn man die Gebärden auch dazu hat, weil es so bildlich ist, so wie Autofahren oder ja, was fällt mir noch ein, die Biene. Bist du schon gespannt, was wir heute? Die Eltern-Kind-Bindung ist total wichtig, gerade in den ersten Lebensjahren. Und dann habe ich mich informiert, okay, was könnte ich denn für ein Angebot gestalten? Na, und da bin ich dann halt auf zauberhafte Babyhände gestoßen. Ja, ich habe es halt selbst auch mit meiner Tochter umgesetzt. Sie war da gerade 1 Jahr alt, als ich angefangen habe. Also vorher wusste ich noch nicht davon. Und mit meinem Sohn hätte ich es auch gerne gemacht, weil der erst spät gesprochen hat. Der ist mittlerweile 7. Und da hätte ich es brauchen können, weil da ganz viel Frust war. Und mit meiner Tochter war es viel einfacher dadurch. Heute sind wir im Janaberger Therapiezentrum. Hier habe ich den Raum angemietet für meine Babykurse. Und es geht um Babyzeichensprache, die ich gerade schon gemacht habe. Meine Kleine war sofort total begeistert. Die ist jetzt 1,5 Jahre alt und war sofort Feuer und Flamme. Da habe ich gedacht, okay, ich muss zum Babykurs gehen. Und am Anfang, ja, hat sie natürlich erstmal einfach viel geguckt und so. Aber dann ging das auch sehr schnell, dass das in den Alltag alles mit eingebaut wurde und sie dann halt so Booster-Gebärden, wie Christina immer sagt, so wie nochmal oder Licht zum Beispiel auch. Die waren dann ganz schnell im Alltag integriert und ansonsten halt Papa und Mama. Jetzt sind die Gebärden eigentlich ein fester Teil von unserem Alltag. Irgendwie sind einfach mit dabei. Wir nehmen einzelne Zeichen von der DGS, also von der deutschen Gebärdensprache, also die schon offiziell auch genutzt werden, aber halt nur einzelne Zeichen, nicht die Grammatik dazu. Immer lautsprachbegleitend. Ne? Also wir wollen den Kindern ja nicht die Gebärdensprache beibringen, sondern unterstützen, die Hände nutzen zum Sprechen, damit sie übergangsweise das nutzen können. Meine Kurse gehen ab 6 Monate los, weil das ein guter Zeitpunkt ist anzufangen. Da können die Kinder so erste Gebärden schon machen, da sind sie motorisch in der Lage dazu. Die meisten kommen aber erst später. Aber es ist wichtig, dass da schon die Gebärden eingeführt werden, damit sie in den passiven Wortschatz aufgenommen werden. Mit 20 Gebärden fangen wir an, ne, nach diesem Konzept, und dann wird ausgebaut. Das sind nachher, wenn das Kind so 1,5 ist, sind das so um die 150 Gebärden. Also nochmal, ist total gut, weil die Kinder lieben das, alles Mögliche zu wiederholen, was denen Spaß macht. Das auf jeden Fall. Dann fertig. Ich möchte nichts mehr essen, ich möchte nicht mehr spielen, ich bin fertig. Stillen und Milch, das ist auch was ganz Wichtiges für Kinder, weil da können sie so viele Bedürfnisse erfüllen. Also gerade am Anfang ist das hier gut. Ne? Das ist halt eben so die erste Form, es überhaupt mit seinem Baby, was er nicht sprechen kann, ja, zu kommunizieren. Und das fand ich halt wirklich total interessant. Ich probiere es tatsächlich täglich. Manchmal vergesse ich das aber auch, gebe ich auch zu. Aber ansonsten bleiben wir da dran. Und gerade auch, wenn wir uns dann in der Krabbelgruppe wieder treffen, erinnern wir uns da auch wieder dran und singen dann auch teilweise die Lieder, die dann hier gesungen werden. Und das finden die Babys wirklich alle total klasse. Für die Eltern ist es eine große Erleichterung, wenn sie sofort, wenn das Kind mit ihren Händen sagen kann, was es braucht und was es denkt, was es fühlt. Dadurch gestaltet sich der ganze Alltag viel leichter. Als Mama hat man schon ein besseres Gefühl, wenn man das Kind an fremde Menschen abgibt, wenn man weiß, das Kind kann danach sagen, ich habe Angst oder ich fühle mich unwohl. Es gibt viele Dinge, die man die Kinder fragen kann, wo man sie einbeziehen kann und das ist einfach total schön, weil wir Erwachsenen auch die Wörter anders betonen, wenn wir die Gebärde dazu machen und deswegen fällt den Kindern es leichter, auch das Sprechen zu lernen. Das ist allerdings nicht der Grund, weshalb ich das hier mache. Also mir ist viel wichtiger, dass die Kinder verstanden werden. Und dieses Verständnis bringt Vertrauen und bringt Bindung. Und das ist das Entscheidende auch für die ganze Zukunft der Kinder.